Bring mich mal jetzt nicht durcheinander, mein Freund. Netzwerkfehler. Super. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und eigentlich war es alles anders gedacht, aber die Zeit rennt schon wieder weg. Die Lobby ist nämlich schon auf. Stolpersteine wieder mal noch 30 Sekunden. Ich wollte heute eigentlich was Ernstes mit euch bereden. Aber die Lobbyzeit ist auch gleich um. Raid trotz Ausgangssperre, das Thema, was haltet ihr davon? Es gab nämlich heute schon eine Diskussion in der Gruppe. Da hat der Brian angefangen, hat gesagt, ja, lasst mal lieber heute den Raid weg, macht mal keinen Raid heute am Samstag, weil am Wochenende sich ja entscheidet, ob es nur eine Ausgangssperre gibt oder nicht oder wie auch immer oder keine Ahnung. Ist es aber so schlimm, raiden zu gehen und in welchem Ausmaß raiden zu gehen? Ich meine, ich habe zu ihm gesagt, er soll sich mal nicht so verrückt machen lassen. Erstens, es gibt ja noch keine Ausgangssperre bei uns jetzt. Kann natürlich sein, wenn überall Raids stattfinden, dass die Leute dann sagen, okay, wir müssen eine Ausgangssperre... Jetzt habe ich schon wieder das Glücksei vergessen. Ich wollte doch noch die Levelaufstiege machen. So kommt's, wenn alles durcheinander geht. Ich gehe mal kurz zurück. Hau noch das Glücksei ein, weil ich dann noch Geschenke aufmachen wollte. Kann natürlich sein, dass es über Ecken zu einer Ausgangssperre führt, aber ich glaube nicht, dass das von diesem einen Raid abhängig ist. Alternativ, was ist denn bei einem Raid? Ich stehe jetzt hier, der Benny steht ganz da drüben mit seinem Auto. Hier steht noch der Flo rum, ob der mitwacht, weiß ich nicht. Ganz um die Ecke stehen die anderen. Da ist auf jeden Fall immer 10 Meter Abstand. Das ist keine Massenansammlung. Jeder macht eigentlich sein Ding für sich. Außerdem ist es auch nichts anderes, wie wenn ihr rausgeht und geht mit eurem Hund kurz spazieren. Da lauft ihr vielleicht auch mal an einer Person vorbei im Park, die vielleicht auch mit einem Hund unterwegs ist. Klar, man soll was vermeiden, aber 24 Stunden in der Bude sitzen will ja auch keiner. Und mal kurz an die frische Luft ist ja was anderes. Den täglichen Raid Pass wegmachen dürfte doch jetzt nicht so schlimm sein, nicht so kriminell sein. Deswegen, ich finde das nicht so schlimm. Der Brian hat das alles hochgeschaukelt. 35.000 Euro Strafe, oh mein Gott. Und da gibt's nichts mehr und bla. Ich finde, auch beim Dönermann, wenn ich mir jetzt einen Döner hole, die Restaurants sind ja dann zu. So Schnellrestaurants sind aber weiterhin geöffnet. Du darfst dich nicht mehr reinsetzen. Aber du kannst dir natürlich einen Döner liefern lassen oder du holst einfach einen ab. Alles, was so Lieferdienste hat und alles, ist ja weiterhin aktiv, kann man ja machen. Und ich finde, es ist eigentlich viel schlimmer, wenn ich einkaufen gehe und das sind lauter Leute in dem Supermarkt, als wenn ich zum Dönermann hingehe und der mir einfach einen Döner mitgibt, den ich vorher bestellt habe. Was ist denn nun schlimmer? Entscheidet es mal für euch selber, ich weiß es nicht. Der Brian gleich, nee, Döner zu, alles zu, 35.000 Euro Strafe, hört auf mit Raids, ihr dürft keine Raids mehr machen, keine Ahnung. Komischerweise bei jedem Raid, den ich gemacht habe, hieß es immer, nimmst du meinen auch mit? Oder kannst du meinen mitspielen? Shiny! Toll, Shiny auf dem Community-Account. Das ist aber lustig, das kann man nämlich jetzt direkt fangen mit einer gelben Beere und dann das Glücksei weiter nutzen zum Entwickeln und zum Geschenke aufmachen. Jetzt ist er weggefahren, jetzt ist der Flo weggefahren. Die ganze Zeit steht er hier und brummt mit seinem Auto. Und jetzt kommt noch der Wind dazu, da hört man wieder nichts. Aber was sagt ihr dazu? Raids während der Ausgangssperre, ist das cool, ist das nicht cool? Sollte man das machen, sollte man das nicht machen? Ich muss jetzt erstmal die Geschenke hier aufmachen. Ich finde trotzdem, so 5 Minuten vor die Tür gehen sollte drin sein. Ausgangssperre heißt ja nicht, dass ihr nicht mehr vor die Tür gehen darf. Man darf ja auch weiterhin zur Arbeit fahren. Man darf theoretisch Verwandte besuchen oder zu seinem Freund oder zur Partnerin fahren. Man darf ja weiterhin auch einkaufen gehen. Wichtige Termine darf man trotzdem auch weiterhin, denen darf man weiterhin nachgehen. Es wird schon wieder einfach nur Panik gemacht, meiner Meinung nach. Es wird, die Welt geht schon wieder unter, aber vielleicht ist das alles auch viel zu brutal. Klar sollte man sich jetzt nicht in den Park setzen, einen Grill anschmeißen, mit 1000 Leuten da rumgammeln und eine fette Party machen aufeinander oder wie sie es in den USA machen beim Spring Break, nur weil alle Schulen geschlossen sind und alle Universitäten, gehen sie jetzt alle an den Strand und machen die größte Party der Welt. Sowas ist natürlich wirklich idiotisch. Das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Aber wenn ich hier rausgehe und meinen Raid mache, ich kann ja auch einen Solo-Raid machen. Ich kann ja auch auf dem Weg zum Einkaufen, kann ich ja trotzdem ein Pokémon fangen und ein Dings drehen. Also so ganz eingeschränkt seid ihr ja trotzdem nicht, meiner Meinung nach.
Trotzdem muss das jeder für sich selber wissen. Manche haben Angst, überhaupt rauszugehen. Andere sagen, nee, wenn Ausgangssperre ist, sie haben Angst vor Konsequenzen. Aber wenn ihr auf dem Weg seid zum Einkaufen und da ist halt gerade ein Raid aufgegangen und ihr seid in der Nähe, was hält euch denn davon ab, da einfach mitzumachen? Ihr müsst ja nicht die Bremer Stadtmusikanten spielen und den anderen auf die Schulter klettern. Ihr könnt euch doch trotzdem gesittet hinstellen. Beim Einkaufen steht ihr trotzdem näher aneinander. Selbst diese 1,5 Meter, das ist eigentlich gar nichts. Da hängt ihr ja trotzdem auf dem anderen, als wenn ihr hier bei einem Raid steht und dazwischen sind 5 Autolängen Abstand. Da ist genug Platz eigentlich. Also ich finde, Raid kann man ruhig machen, man soll es halt nicht übertreiben, so Raid-Touren mit 20 Autos und 50 Leuten, alle in ein Auto reingequetscht. Muss jetzt unbedingt nicht sein, aber normal den täglichen Raid-Pass dürfte man doch wohl noch wegmachen können. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur 18 Pakete geöffnet, statt 20. Wir gehen einfach mal zurück, gucken mal, was jetzt hier reinfliegt, nehmen das noch mit, entwickeln dann noch ein bisschen. 21.000 für den Raid, Blueberry nochmal 6.000 dazu bekommen. ACERD nochmal 6.000 dazu bekommen, BDDL irgendwas, keine Ahnung, 6.000 dazu bekommen, Pat Miller 6.000 dazu bekommen, dann haben wir hier X Killer Phantom 20.000, Hyperfreunde, wir haben den Vanjoria nochmal 20.000, Hyperfreunde, Superfreunde meine ich natürlich, Tobi Pomp, nicht der Pimp, sondern der Pomp, der noch dazu. Temo Mo 1109 irgendwas T, The Postman, das müsste der Azubi Harry Potter sein, also der Sören. Dann Teilzeitkrieger, wir haben wieder von unten angefangen, ihr seht, das geht alphabetisch jetzt rückwärts. Solvi, nicht Slivki, das ist auch ein Unterschied. Dann haben wir noch Semsen Jewel dabei. Saugwagen, ich habe immer Sauwagen gelesen, das heißt ja Saugwagen. Was ist ein Saugwagen? Power Raider 100, auch wieder 20.000. Ihr seht, wir sind schon auf der Hälfte beim Level 36. Meine Sache, Grüße gehen raus an Biala vom Main, Jesus mit M4, auch richtig genial, Friedrich 1000, Drago Randalier, das dürfte jetzt der letzte sein. Gucken wir mal kurz hier rein. Wir sind jetzt schon bei 1 Million von 2 Millionen, also das geht auch gut voran. Werden jetzt noch ein bisschen entwickeln. Ich gebe das auch mal hier ein. Entwickeln. Nein, nicht da drauf. Okay. Haben sogar ein paar Taubsi hier, die wir jetzt durchentwickeln. Benny steht immer noch da. Alles super. Die restliche Zeit wird entwickelt. Ich habe jetzt nicht aufs Ei geguckt, wie lange das noch läuft. Da muss ich zwischendurch nochmal raus. Auf jeden Fall jetzt auch ein Shiny auf dem Community-Account. Das ist richtig genial. Da wird sich der Empfänger natürlich freuen. Das kann man ja wenigstens tauschen. Nicht so wie das andere Gesocks hier, dieses Darkrai. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung rein. Raid während der Ausgangssperre. Würdet ihr trotzdem rausgehen und euren Raid machen? Auf dem Weg zum Einkaufen vielleicht? Auf dem Weg zu eurem Partner oder so? Ich meine, ihr sollt jetzt nicht mit 1000 Leuten agieren, aber mit den Leuten, mit denen ihr sowieso zusammen wohnt, dürft ihr ja sowieso unterwegs sein. Wenn ich jetzt also mit meinem Partner einen Spaziergang mache, dann kann mir das keiner nehmen, sozusagen. Ich soll mich jetzt nur nicht mit meinen Saufkumpanen treffen. Jeder zieht sich da irgendwas rein und dann geht jeder wieder zu seinen anderen Assi-Kumpanen und dann sind alle tot. Das soll natürlich nicht sein. Aber was haltet ihr davon? Seid ihr eingeschüchtert? Lasst ihr euch die Freiheit nehmen? Oder geht ihr gediegen mit der Situation um? Schränkt euch etwas ein, aber seid trotzdem noch bei klarem Verstand. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich würde auch weiterhin, ich wollte diesen Honigdöner mal testen, würde weiterhin trotzdem hier bestellen beim McDöner vorbei, mir da einen Döner holen, damit ich den dann testen kann für Ramses Kitchen. Ist ja nicht so, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gehe oder einfach auf alles verzichten möchte. Pupsi guckt schon genervt. Die dreht gleich durch, weil ich natürlich hier stehe und rede. Das war's also von meiner Seite. Schreibt mal eure Meinung rein zur aktuellen Lage. Seid ihr eingeschränkt beim Pokémon Go spielen oder spielt ihr so wie immer? Oder schaltet ihr einen Gang zurück oder lasst ihr alles sein? Das würde mich interessieren. Hab immer noch kurze Hose an, ne? Vielleicht kommt es auch daher, dass die Stimme weg ist. Ne, da müssten die Eier weg sein. Wir steigen jetzt auf jeden Fall ein, entwickeln noch ein bisschen weiter. Danke auf jeden Fall an jeden, der immer schön fleißig Geschenke schickt. Viele sind drin, die habe ich angenommen. Die sind schon seit 5 Tagen frisch in der Liste.
haben aber immer noch nichts geschickt. So kann ich die nicht öffnen, es geht nicht weiter. Oder andere bei Level 1, was noch eins braucht, schicken auch nichts mehr. Vielleicht warten die auf den nächsten Sea Day irgendwann 2022 oder so. Ich bin gespannt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramse. So eine Stimme weg.